Warum bekomme ich meine mir zuerkannte Grundrente nicht ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben für eine Kundin von rentenbescheid24.de eine Altersrente für langjährig Versicherte mit 10,8% zum 1.7.22 beantragt und jetzt auch den Rentenbescheid erhalten. Und im Rentenbescheid wurde ein Grundrentenzuschlag von 144 Euro ausgerechnet. Dieser Zuschlag wird aber unserer Kundin nicht ausgezahlt. Und sie hat mich jetzt gefragt, warum der Zuschlag nicht ausgezahlt wird, wenn sie denn am 1.7.22 aufhört mit Arbeiten. Es ist im Grunde genommen ganz einfach, auch wenn es sich jetzt wirklich für den Betroffenen schlimm anhört. Es hat eine Einkommensanrechnung, also Einkommen auf den Grundrentenzuschlag stattgefunden. Die Deutsche Rentenversicherung hat aus dem vorvergangenen Jahr 2020 die Steuerdaten unserer Mandantin von der Finanzverwaltung mittels elektronischen Abruf erhalten. Und zu dem Zeitpunkt war unsere Mandantin arbeiten. Das steuerpflichtige Einkommen hieraus wird jetzt im Jahr 2022 auf den Grundrentenzuschlag angerechnet. Denn im § 97a SGB VI steht drin, dass das Einkommen aus dem vorvergangenen Jahr anzurechnen ist, wenn ich zum Beispiel im Jahr 2022 meine Rente bekomme und da der Grundrentenzuschlag ausgewiesen ist. Das heißt also, für unsere Mandantin, da sie auch im Jahr 2021 gearbeitet hat, wird sie im Jahr 2023 auch den Grundrentenzuschlag nicht erhalten. Und ich befürchte, sogar im Jahr 2024 wird sie auch diesen Zuschlag leider nicht erhalten. Natürlich muss die Deutsche Rentenversicherung jedes Jahr den Grundrentenzuschlag neu berechnen und gucken, was hatte der Betroffene oder unsere Kundin hier für Einkommen aus dem vorvergangenen Jahr. Meine Befürchtung ist, unsere Kundin wird erst im Jahr 2025 den Grundrentenzuschlag erstmals ausgezahlt bekommen. Die Regelungen in § 97a SGB VI sind da recht eindeutig. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.